Robert Hartz gegangen. Panzer ist kaputt. Okay, geht auf Panzer, ja. Leider reicht es für den WJU-Clan nicht zum Sieg. Probleme bei der Kommunikation führen das Team nun ins sogenannte Loser Bracket, die letzte Chance, das Finale doch noch zu erreichen. Das Gewinnen wollen ist wie bei anderen Sportarten ein wichtiger Anreiz. Verlieren macht keinen Spaß, das weiß jeder. Spaß am Erfolg und der Ehrgeiz zu gewinnen führte zur Bildung einer besonderen Gruppe in der Computerspielerszene, die Pro-Gamer. Die professionellen E-Sportler haben längst mehr im Sinn, als sich nur die Zeit zu vertreiben. Einer der erfolgreichsten E-Sportler Deutschlands ist der 18-jährige Abiturient Andrew Regendanz alias Fire. Der Würzburger spielt für den populären Clan Pro-Gaming. Andrew schaffte es bisher als einziger Spieler viermal hintereinander an den Olympischen Spielen des E-Sports, den World Cyber Games, teilzunehmen. Die World Cyber Games, sozusagen die Olympischen Spiele des E-Sports, ist eigentlich ein Traum für jeden Spieler, da teilzunehmen. Weil wenn man da teilgenommen hat, dann hat man richtig was erreicht. Weil sonst spielt man nur auf LAN-Turnieren oder sonst was in Deutschland. Und wenn man zu den World Cyber Games kommt, kommt man halt nach Korea. Und E-Sport in Korea ist im Vergleich zu Deutschland richtig groß. Es gibt da richtig große Spieler, die als Stars angesehen werden und die sind eigentlich täglich auch in den Zeitungen, werden die neuesten Spiele von denen analysiert. Und die haben auch Verträge mit großen Firmen, zum Beispiel mit Telekom Korea, und die werden von denen gesponsert dann. Und dafür werden dann auch Ablösesummen bezahlt, damit Spieler von einem Team zum anderen wechseln. Wenn man am Flughafen antrifft, warten schon die ganzen Filmteams auf den Spielern. Also man ist schon stolz, dass man Deutschland vertreten darf. Und auch die ganze Community schaut dann auf die Spieler und hofft, dass die Spieler gut für Deutschland abschneiden. Als erstes Mal, als ich bei dem WCG dabei war, das war 2000, da war ich der jüngste Spieler mit 14. Und damals war ich noch nicht so erfolgreich beim Spielen und habe auch leider alle Spiele verloren damals. Und dann im Laufe der Zeit habe ich dann versucht, mehr zu trainieren. Und letztes Jahr 2003, habe ich es dann endlich geschafft. Andrew wurde bis heute mit einer Bronze- und einer Goldmedaille belohnt, nicht zu sprechen von den enormen Preisgeldern, die bei E-Sport bereits ausgeschüttet werden. Preisgelder und Sachpreise bieten einen besonderen Anreiz für E-Sportler. Um an die Preise zu kommen, muss man jedoch an Turnieren teilnehmen oder in einer der vielen Ligen an seinem Ranglistenplatz arbeiten. Sich mit anderen messen und die eigene Leistung kontinuierlich verbessern, ist schließlich einer der wichtigsten Aspekte aller Sportarten. Der WJU-Clan kämpft auf der IBL LAN Party nicht um hohe Geldbeträge. Für den Sieger winken 8 Kino- und Popcorn-Gutscheine. Im Vergleich zu den Pro-Gamern scheint es wenig, aber auch diese Hürde muss erst einmal genommen werden. Mit Spaß an der Sache und voller Konzentration arbeiten die Jungs vom WJU-Clan an ihrem Weiterkommen. Scheiße, Panzer kaputt. Paket ist rot. Der letzte Gegner ist geschlagen und der Einzug ins Finale ist perfekt. Dort wartet auf den WJU-Clan bereits eine Überraschung. Da kommt einer, der kommt hinten links im Gang. In der Öffentlichkeit ist die Akzeptanz von E-Sport als Sportart noch gering. Zu stark wiegt das Bild von Menschen, die nur auf ihren Monitor starren und mit der Maus klicken. Jedoch erfordert das Spiel am Computer Konzentration, Fingerfertigkeit, Reaktionsschnelligkeit und strategisches Denken.
ganz wie in vielen etablierten Sportarten. Sei es also Schach, Bowling, Dart oder Billard, E-Sport steht ihnen in nichts nach. Ungewohnt ist vielleicht, dass sich E-Sport größtenteils in der Virtualität abspielt. Kaum eine andere Sportart hat vergleichbare Zuwachszahlen und ein Ende des Booms ist nicht abzusehen. Einmal ausprobiert, ist man schnell von E-Sport fasziniert. Verglichen mit Südkorea steckt die deutsche E-Sport-Welt noch in den Kinderschuhen. Doch die ersten Schritte sind getan. Der TV-Sender NBC Giga ist längst zum wichtigsten Sprachrohr der virtuellen Community geworden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, moderierte E-Sport-Spiele live via Internet als Zuschauer zu begleiten. Die Electronic Sports League mit ihrem Angebot des ESL TV lockt regelmäßig tausende Neugierige an den Computerbildschirm. Und Lash verabschiedet sich mit einem Good Game und damit steht es 1-0 in der ersten Begegnung der beiden Top-Favoriten. Den Abschluss der IBL LAN Party bilden nun die Finalspiele der ausgetragenen Turniere. Und die Überraschung für den WJU-Clan lautet Orga System, der schon bekannte Gegner aus dem Viertelfinale. Das ist Zeit für die Revanche. Auch wenn es bis zur letzten Minute spannend bleibt, der Web-Jungle Unit Clan zieht auch diesmal den kürzeren. Aber auch hier gilt, dabei sein ist alles. Schließlich ist der Spaß am Sport die größte Belohnung und ein zweiter Platz kann sich allemal sehen lassen. E-Sport ist Sport, ob man es nun glauben will oder nicht. Die breite Akzeptanz ist wohl nur eine Frage der Zeit. Und diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten.